Grüß dich, Melle. Hallo. Servus. Wie geht's dir mit CHR? Ja, ich bin voll zufrieden. Wirklich? Das freut mich wirklich. Also, wir haben in August schon Freude gehabt, aber der CHR ist ja... Der CHR ist nochmal was anderes. Noch mal was drauf. Perfekt, ja. Ja, und jetzt würde ich gerne wissen, was 2019 bei euch so Neues gibt. Toyota hat fürs Jahr 2019 am österreichischen Automobilmarkt wieder ganz tolle Erneuerungen parat. Zum einen einmal der neue RAV4, die inzwischen fünfte Generation unseres RAV4. Wo wir auch unseren Hybrid Dynamic Force Antrieb integriert haben. Das ist ein neuer Hybridantrieb, die fünfte Generation, die jetzt noch effizienter ist, noch verbrauchsärmer und gleichzeitig aber noch dynamischer. Und zum anderen, wo sich wir schon riesig drauf freuen, kehrt jetzt nach 12 Jahren Auris wieder der Corolla zurück. Ein riesen Name Corolla, was viele automatisch gleich mit Toyota verbinden, wo wir jetzt eben auch diesen Hybrid Dynamic Force Antrieb integriert haben und wo wir jetzt einen neuen Motor haben mit 2 Liter Hubraum auf 180 PS Hybrid Antrieb. Gegen Ende des Jahres kommen nur 2 ganz große Namen wieder zurück. Zum einen einmal der Toyota Supra, der ja ein riesen Name ist, für Autokenner und zum anderen aber auch der Toyota Camry, der in Österreich sehr erfolgreich war und jetzt aber auch wieder zurückkommt im Jahr 2019. Als Einführungsaktion für den neuen RAV und aber auch für den Corolla gibt es jetzt eine Aktion, bei dem wird das Driver Assist Paket jetzt gratis dabei sein. Das heißt, eine Verbesserung der Ausstattung kostenlos jetzt als Einführungsaktion. Ich höre schon, ihr habt ja eigentlich ziemlich viel mit Hybrid zum Tor. Warum eigentlich? Ja, warum? Hybrid gibt es bei Toyota eigentlich schon über 20 Jahre, inzwischen 22 Jahre. Und es war immer die Idee da, Elektro, Benzin, wie können wir das kombinieren? Und dadurch, dass man jetzt sieht, der Diesel wird immer mehr aussterben. Diesel wird es wahrscheinlich in einigen Jahren so nicht mehr geben. Sind wir der Meinung, dass wir mit unserem Hybridsystem das beste System am Markt haben. Wir müssen nichts auflohnen, wir haben auch uneingeschränkte Reichweiten, wir haben keine Lichtmaschine, wir haben keine Kupplung, wir haben keinen Starter. Das sind alles Teile, die einmal wegfallen und dadurch habe ich ein sorgenfreies Fahren. So wie ich mit meinem neuen M4 TV Flitzer.